Der Krieg ist fertig, gerechtfertigt. Demnach erklären wir ihn jetzt und wir wollen die... Was zum Teufel? Mongolei. Innere Mongolei. Warum geht das nicht? Ich kann hier auch nicht scrollen. Na gut, dann müssen wir uns wohl mit anderen Dingen zufrieden geben. Nicht, dass es jetzt recht schlimm wäre. Also Shaozhou zuerst mal. Shaozhou, ja. Demnach, hier, Krieg erklären. Und zwar wollen wir Shaozhou. Verbündete hatten sie hoffentlich keine. Ah gut, hier hinten. Ah, ich kann vielleicht von meinen beeinflussten Gebieten nichts übernehmen. Naja, wäre auch recht egal, sage ich mal. Wir beginnen hier auf jeden Fall gleich mal mit einem Einmarsch, wie immer. Und hier werden wir uns erstmal wie immer auch eher defensiv verhalten, beziehungsweise hier können wir eigentlich auch schon mal hineinmarschieren. Und hier auch. Warum nicht? So. Bauern können natürlich gerne etwas Tee haben. Kein Problem. Die ersten paar Schlachten sind gewonnen. Dann hier gleich weiter verteidigen und weiter verteidigen. Du gehst bitte nicht mehr Rebellen jagen, damit du nicht dauernd zurückkehrst zu deinem Ursprungspunkt. Du bist hier fertig. Du ebenso. Du wirst nicht Rebellen jagen, sondern hier erobern, genau wie du. Du hast auch nichts zu tun. Ja, also Standardkrieg gegen China, nichts besonders Herausforderndes, aber dennoch ganz amüsant, das hier zu machen. Gut, sie wollen jetzt schon Frieden, das heißt, verdammt, wir haben nicht mehr genügend Unterstützung für den Hurra-Patriotismus. Das heißt, wir werden auch nur diese eine einzige Provinz bekommen, also können wir eigentlich auch jetzt schon annehmen. Ja, wenn es nicht mehr gibt für uns, dann können wir das natürlich nicht ändern. Aber ist kein Grund, sich hier irgendwie zu ärgern. Wir haben ja trotzdem eine Provinz bekommen. Die hat einen Level 0 Marinestützpunkt. Na wunderbar. Aber okay. Dann bitte alle Armeen zurück zu ihrem Ursprungspunkt. Und, ah ja, Forschung haben wir keine mehr. Da nehmen wir uns gleich noch mehr Landtechnologie. Warum denn auch nicht? Und hier können wir wieder etwas zurückschrauben von den Ausgaben her. Und ja, die Steuern gehen wir wieder auf 35%. Das passt dann ganz gut. So. Nachdem jetzt in China also nicht allzu viel zu machen ist im Moment, könnten wir ja mal anderswo Gebiete erobern. Und ich denke da zum Beispiel an euch, Philippinen. Ah ja, ihr seid noch immer ein Satellitenstaat. Hier unten die Gebiete sind natürlich so, wenn man da ein einziges übernehmen will, muss man... So, hier Protektorat gründen. Erhält man gleich 10 Ruf oder Infamie. Und... Besonders viele Leute leben hier auch nicht, also besonders wertvoll sind die Gebiete eigentlich gar nicht. Wäre hier drüben minimal anders, aber auch nicht wirklich. Demnach zahlt sich das eigentlich fast nicht aus, dass wir hier so viel Ruf investieren. Andererseits, was tun wir sonst mit unserer verfügbaren Infamie, sage ich mal? Denn bis wir mit China wieder einen Krieg haben können, wird es 1911. Und bis 1911 vergehen ja 5 Jahre. Und innerhalb von 5 Jahren sinkt unser Ruf um ungefähr wie viel? Ja,
Schon mehr als 5 auf jeden Fall. So 6, 7, sowas. Das heißt, nur gegen China wird ein bisschen wenig, immer nur Krieg zu führen. Demnach sollten wir uns andere Feinde suchen. Nur wo und wen? Johor. Ah ja, in der Sphäre geht das natürlich nicht. Aber ganz ehrlich gesagt, hier unten müssen wir eigentlich gar nicht unbedingt aktiv werden. Wir sind stark genug mit dem, was wir hier haben. Das heißt, vielleicht nutzen wir die Zeit einfach, um aufzurüsten und liefern uns am Schluss nochmal einen epischen Kampf mit irgendeiner europäischen Großmacht. Bis dahin, es scheinen keine Truppen gestorben zu sein. Das heißt, wir könnten mal neue Armeen bauen. Da sehe ich mir kurz nochmal den Aufbau an. Also eine Armee hat 8 Infanterie, 7 Artillerie und 5 Reiter. Gut, dann bauen wir unsere Armeen auch so. Die nehme ich jetzt mal statt Infanterie. Dann 2 von euch, 5 von euch. Und 5 Reiter. Und wir können gleich noch eine Armee bauen. Das heißt nochmal hier 7 Stück. Hat das jetzt funktioniert? Wie viel sind das insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dann nochmal 2 von euch, nochmal 5 von euch. Und gleiches nochmal mit den Reitern. Gut, zwei neue Armeen für uns. Wir übernehmen gerade schon wieder mal Russland, stehen schon in Moskau. Und auch noch viel weiter mit den Finnen zusammen. Ja, also die sind wohl wirklich die dominante Macht des Spiels. Auch wenn sie bevölkerungsmäßig gar nicht so riesig sind, aber ihre Bevölkerung ist halt sehr hoch von der Alphabetisierung her und so weiter. Demnach ist das schon verständlich, dass die hier eine wahre Großmacht sind. Die USA sind dann auch eigentlich relativ mächtig und haben fast so viel Bevölkerung wie China, nachdem wie viel wir China schon geschwächt haben. Stufe 4er Forschung bei der Armee. Die beiden neuen Armeen sind fertig, also sind wir jetzt insgesamt bei 200 Truppen, aber es sieht ganz danach aus, als könnten wir schon wieder eine neue Armee bauen. Ich will nur ganz kurz nochmal nachsehen. Okay, 8 Einheiten dieser Art sollte es geben, also müssen wir dann nochmal mit 2 Infanteristen aufstocken. Und dann wie immer hier 5 Kanonen, 2 Pioniere. Und 5-mal Kavallerie. Gut, und die neue Truppe schicken wir dann am ehesten wieder hier runter, dass wir hier 5, hier 4 und hier 2 Truppen haben. Hier ist fertig, dann geht es weiter mit Flotte Stufe 4. Eigentlich denke ich mir gerade, das mit den Bürokraten ist gar nicht so die gute Idee, dass wir hier aus den ganzen Provinzen Kernprovinzen machen, da das unsere Literacy, also unsere Alphabetisierung ja wieder runtertreibt. Das heißt, wir lassen das mit den Bürokraten mal und werden auch das hier wieder weglassen. Und stattdessen wollen wir jetzt überall die Angestellten fördern. Und zwar vor allem mal in Japan selbst. Denn ich glaube, dass Japan selbst ja am meisten zählt, was jetzt so die Technologiestufen oder beziehungsweise die Bevölkerungs ja, Zusammensetzung betrifft, die auf die Technologie Auswirkungen hat. Nächste Technologie in dem Marinezweig. Wir können jetzt Großkampfschiffe bauen. Ja, die brauchen halt 60 Vorratsgewicht, aber wir können uns ja trotzdem schon mal ein paar davon zumindest holen. Geldmäßig sieht es jetzt wieder mal nicht so gut aus, verständlicherweise, nachdem wir die ganze Zeit unsere Armee aufstocken. Demnach müssen wir wieder mal die Steuern erhöhen. Unser erstes Großkampfschiff, so sehen die aus. Also eh so wie ein ja, Kampfschiff im Ersten Weltkrieg eben auszusehen hat. Und das wird jetzt gleich unserer Flotte angefügt. Und kann man nur sagen, juhu. Wir können jetzt den anderen Häfen, außer hier Kanzawa und Nemuro, auch noch welche bauen. Deswegen holen wir uns dort auch gleich ein paar. Jetzt gleich noch mehr Versorgungsreichweite. Noch mehr Großkampfschiffe in Nagasaki und Kochi.
wohl einen Krieg geben zwischen den Amerikanern und den Österreichern bzw. Franzosen. Wir könnten uns natürlich bezüglich dessen, dass wir uns ja einen Krieg einmischen wollen, vorsätzlich jetzt einmischen, die Gelegenheit dazu nutzen und zum Beispiel den Franzosen hier Tonkin abnehmen. Mal sehen, gibt es hier was Wertvolles? Naja, Getreide, Tropenholz wäre nicht schlecht. Hier unten hätten wir auch Tabak. Wäre aber natürlich auch nett, wenn wir hier uns ein bisschen weiter runter ausbreiten könnten. Das heißt, ich glaube, wir mischen uns erstmal ein, unterstützen die Amis und wollen dann von den Franzosen hier unten Tonkin. Hier haben wir Spanien und die Briten, das sollte uns also kein Problem darstellen. Unsere Feinde werden sein Österreich und die Franzosen. Franzosen haben hier natürlich mehrere Gebiete in der Gegend, die Österreicher haben das nicht. Und stärkemäßig von der Flotte her kann wohl weder Österreich noch Frankreich uns irgendwie gefährlich werden. Hat überhaupt irgendjemand von denen eine Flotte? Nein. So, ganz ehrlich, was ist das dann? Es ist sehr merkwürdig. Also die zweitgrößte Flotte der Welt hat die Türkei. Die Briten sind keine Seemacht. Die Franzosen und Österreicher anscheinend auch nicht. Na gut. Dann bereiten wir uns schon mal ein bisschen auf den Krieg vor, indem wir hier unsere Flotte mal parken. Und die Kriegsflotte genauso. Und von unseren Armeen hier schicken wir schon mal 3 Stück nach unten, würde ich sagen. Gut. Ah. Naja, dann ging das Ganze eben so aus. Ich hätte mich jetzt fast, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren, schon auf den Krieg gefreut, aber was soll's. Auf jeden Fall werden wir uns ab jetzt wohl eher häufiger in große Kriege einmischen. So, die andere Transportflotte, ah ja, die ist auch hier dabei. Wobei unsere Transportflotten natürlich nicht hier stationiert sein sollten. Deswegen parken wir die mal, wobei nein, eigentlich die Kriegsflotte soll einfach hier hin, um genau zu sein. Gut. Noch mehr Marinetechnologie. Okay, das ist jetzt interessant. Jetzt hat China es endlich geschafft zu verwestlichen. Das heißt, unser neuer Feind ist ein riesiges Imperium, das jetzt sicher die größte Bevölkerung der Welt hat. Oder, nein, die zweitgrößte, aber nicht besonders viel größer als unsere Bevölkerung. Also sollte das nicht ganz so dramatisch sein. Wenig Alphabetisierung sollte auch heißen, dass sie nur langsam jetzt hochtecken. Trotzdem können sie natürlich ab jetzt mal modernere Einheiten bauen, also wird es jetzt bedeutend schwerer, ab jetzt gegen China zu kämpfen. Und sie rüsten wohl auch hoch. Sieht ganz danach aus. Großmacht werden sie vermutlich nicht so schnell werden. Ja, Rang 6, allerdings schon militärisch die Chinesen. Und wir sind da übrigens Rang 1. Und insgesamt Rang 3. Also schon ganz gut. Nur unsere Industrie ist eigentlich nicht so wahnsinnig gut, wie sie sein sollte. Aber tja, was soll's. Wie sieht es eigentlich mit unserem Angestelltenwert aus? 0,57, naja. Immer noch nicht der Wahnsinn, aber passt schon so. Gut, China wird jetzt also ein bedeutend schwererer Gegner in Zukunft, da sie jetzt ein vereinigtes Reich sind und nicht mehr eine so eine Splitteraktion irgendwas eben. Also ich bin schon gespannt auf den nächsten Krieg gegen China. Wow, die Deutschen haben 857 Divisionen, dann ist es auch klar, warum sie jetzt in Europa gerade alles gewinnen. China hat 66 bisher, also noch nicht sehr bedrohlich. Aber natürlich mit 850 sind sie überhaupt gerade im Krieg. Ja, sind sie, oder? Ja, okay, sie sind also mobilisiert. Wenn wir mobilisieren würden, hätten wir aber trotzdem nur 650 und wir haben eine größere Bevölkerung als die Deutschen. Also die sind hier schon eine wahre Weltmacht. Technologie fertig, weiter geht's mit der Industrie und wir holen uns mal einen Verbrennungsmotor. Mit unseren
Fokus nichts Besseres zu tun haben, würde ich mal sagen, wir könnten sie genauso gut hier einsetzen, auch wenn da gerade gestanden ist, dass das nicht geht. Aber wir müssten doch immer noch einen Anspruch haben, ja. Demnach entfernen wir jetzt hier mal ein paar der Fokusse, die wir eingesetzt haben. Die Provinz hat schon viel zu viele, also naja, viel zu viele eigentlich auch nicht. Und das geht jetzt nicht mehr, weil unbekannt. Okay, keine Ahnung, wie das gehen würde. Naja, egal. Was haben wir denn hier? Aha. Na gut, dann lassen wir es bei den Angestellten, nachdem wir da leider nichts provozieren können. Wieder mal einen Krieg rechtfertigen gegen China und ich bin am Überlegen, ob es klüger wäre, wenn wir einen Marionettenstaat entlassen, wie zum Beispiel eben hier Shaanxi oder so. Wobei sie haben, nein, wie heißt denn das dann genau? Befreit das Land vermutlich, aber das kostet 11, okay. Das Problem ist natürlich, wir können jetzt pro Krieg nur eine Provinz nehmen. Andererseits weiß ich auch nicht, ob das so problematisch ist, denn brauchen wir noch so viele Provinzen? Eigentlich sind wir ja schon weltmachtmäßig. Und andererseits bin ich auch ganz froh, wenn China etwas stärker wird, damit wir dann für diesen triumphalen Endkrieg, den wir ungefähr 1920 oder so beginnen werden vielleicht, noch einen starken Gegner haben. Ich bin mir noch nicht sicher, gegen wen wir da kämpfen werden. Vielleicht ungefähr gegen China, Russland und die USA oder so. Also irgendeine Riesenschlacht werden wir da auf jeden Fall beginnen und schauen, ob wir das überleben. Und jetzt rechtfertigen wir wohl eher nochmal einen Krieg, um eine Region einfach zu erobern. Was jetzt leider 11 Ruf bringt. Okay, aber wir können es uns ja trotzdem leisten. Also machen wir das. Dauert jetzt vermutlich auch etwas länger. Ja. Gut. Dann bis gleich zum Krieg. Ich dachte, dass es vielleicht doch ganz klug wäre, wenn wir nochmal eine unserer Armeen hier runter transportieren und so dann hier mit 5 Truppen insgesamt gegen China stehen, während wir hier mit 4 Truppen das gleiche tun werden. Und die könnten wir auch etwas anders aufstellen, zum Beispiel so. Gut. Also die Vorbereitungen sollten eigentlich ausreichen. Ich glaube, dass wir trotz allem relativ einfach, natürlich etwas schwerer, aber es relativ einfach haben werden, China zu besiegen. Und ja. Demnach bis gleich zum Krieg. Gleich weiter geht's mit dem Fließband.